Cesco Friedrich auf dem Weg nach Sotschi. Der Traum von Olympia wird unterstützt von der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna, Hörth und Gerüstbau und den Edelstahlwerken Schmees. Starke Partner für ein starkes Ziel. Begeisterung sieht anders aus. Die erste Olympiateilnahme von Francesco Friedrich endet ohne Medaille. Im Zweierbob Platz 8, im Vierer nur Platz 10. Da half alles Daumendrücken nichts. Ich denke, der wird sich schon ärgern über die Fehler, die er selber gemacht hat beim Fahren. Das ist nun mal so, aber Haken dran und weiter geht's. Nach dem Debakel im Zweierbob sollte es im großen Schlitten besser werden. Doch auch wenn das Material ansatzweise konkurrenzfähig war, diesmal patzten die Athleten. Es war natürlich so, dass sie im dritten Lauf eine relativ schlechte Fuhre gehabt haben. Damit haben sie es verloren, denn sonst wären sie sicherlich auf einem einstelligen Platz gewesen. Die vierte Fahrt war sehr gut und ist natürlich problematisch, wenn man auf die Fehler der Gegner angewiesen ist. Dann ist es nochmal symptomatisch, dass man da nie viel weiter vorne landen kann. Dann. Auch ohne olympisches Edelmetall in Pirna ist man stolz, nach Peggy Valeska endlich wieder einen Olympiastarter gehabt zu haben. Bernd Förster kennt Francesco Friedrich seit vielen Jahren und er weiß, der Weg von Pirnas Bobpilot ist noch lange nicht zu Ende. Unter den drei Deutschen ist er gut mitgefahren, aber um die Weltspitze, leider Gottes, hat es diesmal nicht gereicht. Aber er hat ja noch ein paar Chancen. Nach Olympia bleiben viele Fragezeichen. Der deutsche Bobsport ist am Boden. Intern wird von unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten gesprochen. Bundestrainer Christoph Langen steht spätestens nach dem schlechten Olympia-Abschneiden zur Diskussion. All das muss aufgearbeitet werden, auch im Interesse von Francesco Friedrich. In Pirna geht die Unterstützung auf alle Fälle weiter. Dass es nicht ganz so aufgegangen ist, muss nicht unbedingt negativ sein, weil wir wissen alle, Franz ist jung. Franz hat ja auch im Interview gesagt, er hat die Fehler selber eingesehen, er weiß auch, was er falsch gemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass das komplette Team der Allianz auch weiterhin Franz unterstützen wird. Eine Saison zum Vergessen. Sportlich lief bei Francesco Friedrich nicht viel zusammen. Dafür soll es privat in diesem Jahr einen Höhepunkt geben. Im August möchte Franz seine Magdalena heiraten.